Das hier ist Rambo, der Fuchs, den niemand stoppen kann. 10.400 Fallen, 3.500 Giftköder und 55 Tage Verfolgung mit Spürhunden, die auf seinen Geruch abgerichtet sind. Das alles und noch mehr konnte dem Fuchs nichts anhaben. Kein Schuss hat getroffen von dutzenden Versuchen. Mehr als 4 Jahre lang hat es niemand geschafft, diesen Fuchs aufzuhalten. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum haben sie es so sehr versucht? Was kann ein Fuchs denn getan haben, dass man so einen Aufwand betreibt, um ihn loszuwerden? Die Antwort darauf lautet Kaninchennasenbeutler. Das ist eine vom Aussterben bedrohte Tierart in Australien. Um die in einem Gebiet wieder einzuführen, hat man extra eine Fläche von 5.800 Hektar mit raubtiersicheren Zäunen umspannt, damit die kleinen Beuteltierchen nicht sofort aufgefressen werden, sobald man sie dort freilässt. Innerhalb von einem Jahr wurden alle Raubtiere entfernt, die eine Bedrohung darstellen. Nur nicht Rambo. Und das liegt an seiner tragischen Origin-Story. Er hat nämlich seine Mutter in eine Falle und all seine Geschwister an die Giftköder verloren. Und das hat ihn unfassbar vorsichtig gemacht. Kamerafallen haben es zwar mehrfach geschafft, Rambo zu fotografieren, aber er wurde niemals gefangen.